Okay, das ist echt cool. Mittendrin unser Reporter Jannis Giesel. Unser Reporter Jannis Giesel. Und unser Reporter Jannis Giesel war auch mit dabei. Überall auf dem Campus stehen diese Google Bikes rum. Das macht aber auch Sinn, denn der Campus ist einfach gigantisch groß. Und das zeige ich euch jetzt mal. So richtig sicher habe ich mich aber nur mit der DJI Spark gefühlt. Die bleibt einfach immer an derselben Stelle. Jetzt geht's abwärts. Streit unter Nachbarn gibt's aber meist wegen anderer Dinge. Ja, der Hund kläfft den ganzen Tag, das Treppenhaus ist wieder nicht geputzt. Ja, oder die Musik ist wieder so laut, ne? Hier die Halle ist pickepacke voll. Knapp 20.000 Leute sind hier. Und vom klischeehaften stillen Nerd ist hier keine Spur. Die Fans machen richtig Stimmung. Worum geht's beim Football? Das ist einfach krass, das ist teilweise echt unvorstellbar. Was denkst du? Ja, ein Typ, der schneidet Sand. Die neue Funktion gilt als vergleichsweise sicher, weil sie über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen wird. Heißt, nur Sender und Empfänger können am Ende auf den Standort zugreifen. Hier treffen sich Journalisten aus der ganzen Welt, unter anderem von der New York Times, aus Spanien, aus Portugal. SnapMap ist eine echt coole Funktion, egal ob Justin Bieber-Konzert hier in Dublin oder ein Rugby-Spiel hier unten in Australien. Ich kann mir Events auf der ganzen Welt angucken. Also, was muss ich tun, damit meine Story bei meinen Followern besonders gut ankommt? Und genau dafür hole ich mir jetzt mal ein paar Tipps von einem echten Profi. So fahre ich auch immer Fahrrad. Irgendwie scheint die Luft beim Mobile World Congress raus zu sein. Alle drei Uhren haben GPS an Bord. Heißt, sie tracken die Strecke, die ich zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad zurücklege und wissen, wie schnell ich bin. Fortnite hat im Monat rund 40 Millionen Spieler. Jeden Tag zocken dieses Spiel 3 Millionen Menschen gleichzeitig. So oder so muss man sich aber darüber im Klaren sein, dass es immer eine versteckte Kamera geben könnte. Bis hierhin hat es echt Spaß gemacht, aber das ist jetzt schon weit nach 4. Ich muss ins Bett. Gute Nacht.